Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es von mir Büchertipps für Jungs. Explizit, Weihnachten steht ja auch vor der Tür, das heißt, ich habe für dieses Thema eine kleine Sammlung an Büchertipps zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie Jungs interessieren könnten, weil ich das ehrlich gesagt schon sehr lange geplant hatte, ehrlich gesagt, eine Episode zu dem Thema aufzunehmen, denn ob es jetzt ein Klischee ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde fast, es ist eins, man sagt irgendwie immer, dass es schwieriger ist, für Jungs was zum Lesen zu finden, also, oder Jungs lesen nicht so gerne wie Mädchen. Das ist ja immer so das Klischee, was sich irgendwie hartnäckig hält. Aber ich finde halt, das ist nicht so, das trifft den Kern des Ganzen nicht wirklich. Also mein Patensohn zum Beispiel, der Sohn von meiner besten Freundin, der ist jetzt 12 und der inhaliert alles, was er finden kann. Der macht auch sonst ganz viel. Also er ist sowohl sportlich aktiv als auch ja Videospiele und so, was halt alles dazu gehört. Aber lesen tut er halt auch super gerne. Und vielleicht verwechselt sich das nur irgendwann so ein Stück weit, wenn die Jungs nicht mehr so wirklich Bücher finden, die Themen anschneiden, die sie jetzt maßgeblich interessieren oder die halt irgendwie nicht so ganz passend sind. Also was ich festgestellt habe, ist zum einen, dass manche nicht so gerne, die halt so, ich sag mal, so vorpubertär, die mögen zum Beispiel nicht so gerne, wenn es irgendwie so Liebesbeziehungen sind. Das ist denen irgendwie zu, ja, wie gesagt, nicht in ihrer Lebenswelt einfach drin. Oder zum Beispiel, ich habe früher den Sattelclub gelesen, weil ich irgendwie Pferde toll fand. Wenn das aber in so einer Clique vielleicht eher als Mädchenthema abgestempelt wird und die Jungs alle nicht reiten, sondern vielleicht eher Fußball spielen, dann freuen sie sich wahrscheinlich eher über irgendwie eine Fußballklicke als Protagonisten, als jetzt über den Sattelclub. Und ich finde auch, also man muss halt immer jemanden finden, mit dem die jungen Leser allgemein gesprochen quasi mitfiebern. Und also entweder gibt's da ein bisschen mehr was für Mädchen oder vielleicht sind Mädchen auch ein bisschen in Anführungsstrichen toleranter, was so diese Lebenswelten angeht. Aber ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass es genug Bücher gibt, die auch eben Jungs begeistern können. Und tatsächlich habe ich da ein paar echte Geheimtipps. Und ich fange mal an mit Sachen, die ich selbst nicht gelesen habe, weil ich dazu am wenigsten sagen kann, die ich aber zum Beispiel eben durch meinen Patensohn kennengelernt habe oder die besonders häufig oder die einfach bekannt sind, sage ich jetzt mal, also die mir halt eingefallen sind, wenn man daran denkt. Also auf jeden Fall Der kleine Drache Kokosnuss von Ingo Siegner soll sehr beliebt sein. Das habe ich, wie gesagt, von meinem Patensohn, ist aber, glaube ich, für eher Jüngere, also eher für Leseanfänger, die vielleicht auch noch von den Eltern so ein Stück weit begleitet werden oder eben erste Leseschritte angehen. Dann gibt es natürlich die drei Fragezeichen. Ich muss gestehen, das letzte Mal, dass ich eine der Episoden quasi, ich glaube, es gibt Bücher, richtig, gibt es auch noch davon und so, ist schon bei mir schon sehr lange her, ehrlicherweise, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber natürlich, das ist halt eher so, wie gesagt, nicht so Fantasy-lastig, sondern wirklich sehr realistisch und sehr aus der Lebenswelt, bis auf das Knacken von Rätseln eigentlich. Ja, vielleicht für so zukünftige Krimi-Liebhaber. Dann gibt es eine Reihe betrübliche Ereignisse von Lemony Snicket, was ganz cool ist, weil es dazu noch einen Film gibt und auch eine ganze Serie. Der Film bildet, glaube ich, nur die ersten drei oder vier der Bücher ab, also die Hälfte irgendwie. Die Serie bildet tatsächlich alles aus den Büchern ab, was ich dann fast schon besser finde. Die sind eher so ein bisschen skurril, ja, fast schon unfreiwillig komisch zu sagen, sollen ja eigentlich ein bisschen gruseliger sein, aber sind, wie gesagt, eher so ein bisschen komischer. Man kann es auf jeden Fall mit einem Augenzwinkern lesen. Dann gibt es Warrior Cats, das ist eine Reihe von Erin Hunter, die sieht man auch irgendwie ja in jedem Buchladen. Was man auch überlegen kann, ist die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis. Wie gesagt, ich habe sie selber leider nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie schwer die Sprache dabei ist, aber das ist, glaube ich, nicht umsonst ein Klassiker. Dann, was so ähnlich wie Harry Potter ist, ist Magisterium von Holly Black. Soll auch sehr, sehr gut sein. Und Animox von Amy Carter. Das soll auch sehr gut sein. Ja, Harry Potter, habe ich quasi schon gesagt, ist so ein bisschen No-Brainer, sage ich jetzt mal. Also wenn nichts mehr geht, dann geht auf jeden Fall Harry Potter. Wobei ich auch sagen muss, die ersten ja vier, fünf Bände finde ich noch auch für sehr junge Leser geeignet, die vielleicht, ich sag mal, zwischen 9 bis 11 oder so sind. Ich finde, das kann man unbedenklich machen. Danach würde ich ja eher ein bisschen warten, bis sie ein bisschen älter sind. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die
wie reif sie schon sind oder wie viele andere Sachen sie schon gelesen haben, die ein bisschen über ihren Lesehorizont sozusagen hinausgehen. Das ist natürlich immer individuell und ich glaube, dass viele auch zu früh Sachen lesen. Also mir ging es jedenfalls damals so, dass ich wirklich auch schon Erwachsenenbücher gelesen habe, wo ich hinterher gedacht habe, eigentlich, wahrscheinlich habe ich das gar nicht richtig verstanden in dem Alter, aber ich fand es halt toll. Ich fand es halt toll, über meine Altersklasse hinweg zu lesen sozusagen und war dann auch relativ schwierig, davon abzubringen. Also ich glaube, da kann man einfach froh sein, dass sein Kind liest und wenn es jetzt zu sexuell ist oder zu gewalttätig, dann muss man wirklich auch mal gucken. Aber da habe ich auch keine gescheite Website gefunden, leider Gottes. Ich hatte das früher mal für eine Zeitschrift mal davon berichtet, dass es das für Serien und Filme und so gibt. So eine Art richtige Altersempfehlung für Kinder, die detaillierter ist als nur ab 6 Jahren zum Beispiel, sondern die halt auch so Punkte vergibt für Gewalt, für Sex, für keine Ahnung, was das genau noch alles war. Das gibt's leider irgendwie für Bücher nicht. Falls ihr sowas kennt, so ein Service, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, weil das fände ich nochmal sehr, sehr spannend und ich glaube, das würde vielen helfen. Was ich früher viel gelesen habe, waren die Bücher von Wolfgang Holbein. Ich kann in der Reihe oder in der Riege quasi empfehlen Märchenmond. Das fand ich gut. 13 fand ich sehr, sehr gut. Das war besonders cool, weil in der Geschichte geht das Mädchen tatsächlich einmal durch einen Wandschrank und einmal bleibt sie davor, also und in dem Moment wird das Buch in 2 Spalten weitererzählt. Das war das erste Mal, dass ich sowas überhaupt in irgendeiner Form kennengelernt habe und das fand ich sehr, sehr cool. Katzenwinter fand ich sehr gut, Spiegelzeit fand ich auch ganz cool. Die sind halt immer ein bisschen, also kratzen zumindest meistens am Fantasyhaften und sind eigentlich relativ altersgerecht. Also das sind wirklich Kinderbücher, gegebenenfalls Jugendbücher, aber eigentlich nie übermäßig, habe ich jedenfalls nicht im Gedächtnis, dass es jetzt übermäßig gewaltmäßig oder also zu schlimm sozusagen für Kinder ist, sondern eigentlich ganz altersgerecht passend. Auch das würde ich fast schon, kommt auf das Thema an, aber so ab 9 vielleicht, 8 weiß ich nicht, aber ab 9 oder 10 sollte das eigentlich lesbar sein. Und der hat unfassbar viele Bücher. Das heißt, wenn einem das wirklich einmal gefällt, kann man sich rauf und runter lesen, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil irgendwie inhalieren junge Leser Bücher ja ohne Ende. Ich damals auch, als ich noch jung war und viel Zeit hatte. Und ja, dementsprechend bin ich da auch ein bisschen neidisch drauf. Aber das ist, ich glaube, wenn man ein einziges Buch braucht, man niemandem empfehlen so. Deswegen sind hier auch viele Reihen mit dabei. Was ich richtig gut fand, auch eher so ein bisschen für Realisten, ist Gänsehaut von R.L. Stine. Da habe ich damals auch super viele Bücher von gelesen über einen Jungen, der irgendwie zu einer Fliege wurde und das gar nicht wollte und so. Also es war so ein bisschen in Richtung Horror, wie der Name schon eigentlich auch erwarten lässt. Dann kann ich auch empfehlen so alle möglichen Hörspiele. Die 3 Fragezeichen habe ich ja vorhin schon gesagt. Es gibt aber auch super viele andere richtig gut produzierte Hörspiele. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal Schattenreich von Astrid Mayrose gelesen und ich kann mich erinnern, dass das super nervend aufreibend und so spannend war, dass man eigentlich alle Folgen hintereinander weggehört hat. Ich konnte es nicht mehr aus den Ohren nehmen sozusagen. Finde ich auch besonders gut geeignet, wenn ja mal so ein bisschen Medienmix gewünscht ist. Also nicht nur halt vom Buch kleben, sondern oder meinetwegen, wenn irgendwie gerade mit dem Hund rausgegangen wird oder so. Da kann man das eben auch hören oder auch zum Einschlafen nutzen sehr viele. Insofern finde ich auch so vertonte Sachen auch immer ganz cool. Dann die Percy Jackson-Reihe, die fand ich echt toll, von Rick Riordan. Es geht um, ja, ein bisschen so um griechische Mythologie schlussendlich, aber sehr kindgerecht verpackt, mit einer wirklich spannenden Story dahinter, mit immer wieder Rätseln und Aufgaben und Abenteuern, die bestanden werden müssen. Es ist eine leichte Liebesgeschichte mit da drin, das mal vorweg, deswegen vielleicht eher was für Ältere, aber nur deswegen, also vielleicht kann auch der eine oder andere Junge darüber hinweglesen sozusagen, das kann ich nicht beurteilen. Ich fand sie damals jedenfalls sehr spannend, ganz viele tolle Charaktere, man lernt noch was mit dabei und es gibt auch viele Spin-offs, also viele Charaktere oder einige Charaktere, die in den offiziellen Percy Jackson Büchern mit da drin sind, die bekommen sozusagen nochmal eine eigene Reihe, was ich auch sehr cool finde, sodass man auch wirklich wieder viel davon lesen kann. Dann, ja, also halbe Empfehlung ist Skullduggery Pleasant von Derek Landy. Den fand ich ganz witzig, ist recht makaber. Ja, ich würde eher sagen so ab 12 oder so. Ich persönlich fand es nicht wahnsinnig spannend,
aber ich bin auch nicht in der Altersgruppe. Also ich weiß nicht, ob das dann vielleicht für Jungs und Mädels in dem Alter vielleicht dann doch ein bisschen spannender ist, weil es geht theoretisch um eine Elfjährige, die halt damit, ähnlich wie bei Harry Potter, mit 11 startet und am Ende der Reihe ist sie dann volljährig, glaube ich. Ich habe sie gesagt, nicht komplett zu Ende gelesen, obwohl zum Beispiel Anna von Annas Bücherstapel da total drauf schwört. Mich hat es nicht ganz gepackt. Deswegen noch nur eine halbe Empfehlung, aber da es viele andere gepackt hat und wirklich, also rasant ist es auf jeden Fall, aber irgendwie, ja, mir hat so der letzte Pfiff gefehlt, deswegen habe ich die Reihe nicht weitergelesen, vielleicht auch ein Fehler, vielleicht wird es ja noch viel besser, aber für mich war es dann da zu Ende, aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es für etliche, ja, die auch ein bisschen lustiger vielleicht lesen wollen, echt was ist. Dann auch für eher größere, würde ich fast sagen, Scythe von Neil Schusterman. Das habe ich ja dieses und letztes Jahr, glaube ich, verschlungen. Und irre, ich finde es richtig gut. Es ist, obwohl es um den Tod geht, ist es jetzt nicht übermäßig brutal, wie ich finde. Also vielleicht auch eher was für Ältere im Sinne von ab 11 vielleicht. Aber da sind einige Kinderbücher, finde ich, brutaler. Ist meine persönliche Meinung. Und man kann es eben auf verschiedene Arten lesen. Ich glaube, als Erwachsener liest man es noch mal ein bisschen anders als Jugendlicher. Aber die Charaktere sind toll beschrieben, es ist Spannung da. Insofern finde ich das absolut ja sinnvoll für auch Kinder. Und sie können sich damit vielleicht auch ein bisschen erwachsener fühlen, weil es wurde schon ein wenig mehr in Richtung Jugendbuch promotet. Insofern, ja, vielleicht für sehr weit entwickelte Kinder, die halt ein bisschen über ihrem Alterslimit quasi lesen wollen. Und ich muss auch sagen, dass ich bestimmte Ursula Poznanski Bücher sehr, sehr passend auch für Kinder schon finde. Und zwar Erebos, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Da sollte man, aber das hat man in dem Alter ja, oder heutzutage ja relativ schnell, dass man, dass die Kinder eben auch, oder die Jungs halt auch Videospiele kennen. Dementsprechend bei Erebos dreht es sich halt um ja so eine Art geheimes Spiel oder ein Spiel, was halt unter der Hand weitergegeben wird innerhalb von einer Schule und irgendwie vermischt sich dann das Spiel mit der Realität, was so ein bisschen dieser Fantasy-Aspekt daran ist, aber sehr, sehr cool gemacht und immer sehr an der Lebenswelt der Leute eigentlich dran. Was ich auch sehr gut fand, war Thalamus, das habe ich dieses Jahr erst gelesen. Und das ist so eine Mischung aus Club der Roten Bänder und weiß ich gerade gar nicht, was noch der andere Teil dann davon ist sozusagen. Aber es hat was von Club der Roten Bänder, aber es ist auch ein bisschen übernatürlich, aber nicht zu sehr. Also es ist nicht so, dass man sagt, was weiß ich, ich kann mit Engeln und Feen und anderen Fantasywesen nichts anfangen. Aber so ein gesunder Realismus, so vielleicht in Richtung Sci-Fi geht es vielleicht eher. Es könnte möglich sein, aber es ist halt aktuell noch nicht der Fall. Deswegen sehr realistisch und dafür auch gut zu lesen. Dann habe ich von ihr noch gelesen Elanus. Das finde ich auch sehr passend, muss ich sagen, weil da ist jetzt auch nicht übermäßig viel Gewalt oder so. Es ist eher so bedrohlich, so ein bisschen Krimi- oder Thriller-mäßig vielleicht in Light. Das fand ich echt noch sehr gut. Wenn man wirklich eher auf so Science-Fiction oder Fantasy steht oder in die Richtung gehen möchte, wäre eventuell die Illyria-Trilogie noch was für Jungs. Wobei ich nicht, also da würde ich vielleicht sogar eher auf so pubertär oder so stürzen, weil das sind schon ein bisschen erwachsenere Themen, also vielleicht ab 14 oder so. Was ich auch sehr, sehr gut fand, habe ich auch dieses Jahr erst gelesen, ist Ghost von Jason Reynolds. Da geht es um einen jungen Schwarzen, der seinen Weg im Leben durch das Laufen findet. Kann man vielleicht sich auch angucken, vielleicht auch eher für ein bisschen ältere Kinder. Und ja, ganz klar für Sherlock, sage ich jetzt mal, Flavia de Luz von Alan Bradley. Habe ich dieses Jahr rauf und runter gelesen. Es ist zwar eine weibliche Protagonistin, aber wenn euer Junge damit gar kein Problem hat, dann wunderbar. Erstmal Fleischsternchen und absolut diese Bücher in die Hand drücken, weil das ist ehrlich gesagt was für Leute, die gerne miträtseln. Die Charaktere sind wirklich toll, man trifft sie ja jedes Mal wieder. Es ist irgendwie nett gemacht. Es ist einfach eine schöne Buchreihe. Und gleichzeitig ist die Flavia halt echt ein cleveres Kind und ja, man kann miträtseln, also und es ist aber auch trotz der Tode, die passieren, jetzt auch nicht so, dass da irgendwer gefoltert wird oder so. Also es geht eher nüchtern um das Aufklären dieser Morde. Und das finde ich eigentlich echt sehr, sehr gut, auch für eine eher jüngere Altersgruppe. Also das würde ich tatsächlich schon so ab 9 oder so empfehlen. Dann finde ich auch relativ alterslos ist die Silberreihe von Kerstin Gier. Da geht es um ein Mädchen, was quasi lernt, innerhalb ihrer Träume zu traumwandeln. Aber sie ist nicht die Einzige, sie wird quasi von einer eingeschworenen Gruppe oder Clique
irgendwie daran geführt. Und das fand ich sehr, es gibt eine Bedrohung, sie müssen sich gemeinsam wehren. Also es hat viel so diese Themen mit Zusammengehörigkeit und für etwas einstehen, was einem wichtig ist und so. Das finde ich deswegen sehr gut geeignet und es war auch echt spannend geschrieben. Und wenn euer Junge ein totaler Buchliebhaber ist, also so ein richtiger Nerd, sage ich jetzt mal, könnte eventuell auch die Stadt der träumenden Bücher und der Nachfolger von Walter Mörs was sein. Die sind allerdings sehr lang. Also ich weiß nicht, da muss man als Kind auch schon vor den Kloppern nicht zurückscheuen. Da geht's aber, wie gesagt, um die Liebe zu Büchern und gleichzeitig ist es auch ein Stück weit, also sehr Fantasy-lastig, aber halt auch sehr, man begleitet den Helden halt durch dick und dünn und auch wirklich durch brenzliche Situationen und das macht es einfach so spannend und so bedrohlich stellenweise auch. Gleichzeitig aber auch ein bisschen witzig. Und das Ganze gibt's auch als grandios vertontes Hörbuch mit Dirk Bach, der ja leider schon gestorben ist. Aber der hat das so, so toll gemacht. Also wirklich oberste Riege. Und das kann ich deswegen auf jeden Fall auch empfehlen. Und jetzt nochmal so ein bisschen das Sahnestück von meinen Empfehlungen. Und zwar ist das etwas, was mir vor 20 Jahren quasi schon empfohlen wurde, und zwar von meiner Patentante aus München. Die hatte einen Jungen, der war, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, der war ein paar Jahre älter als ich und ich war irgendwie so 10 zu dem Zeitpunkt. Er war vielleicht dann 12 oder was. Und sie fragte mich, weil sie wusste, ich lese viel, hast du schon mal Artemis Fowl gelesen von Owen Colfer? Und ich sagte, nee, was ist das denn genau? Und dann haben die mir diese Bücherreihe gezeigt und es war einfach, die sind so schön illustriert von innen, da sind auf fast jeder Seite oder jeder zweiten oder so sind echt irgendwelche Symbole aufgemalt oder die Kapitelüberschriften, also voller Zeichnungen zu dieser fantastischen Welt, die dort erzählt wird. Und da geht es halt um einen irischen Jungen, der so voll das Superbrain ist. Also das ist, er möchte gerne quasi der beste, wie nennt man das, der beste Bösewicht der Welt sein, so nach dem Motto. Und hat auch echt, wie gesagt, was im Oberstübchen. Und weil er halt Ire ist, stößt er zufällig darauf, dass es tatsächlich eine Unterwelt mit Feenwesen und Zentauren und was es nicht alles laut Fabel gibt, quasi wirklich gibt. Und dann soll mehr oder weniger so ein, ja, soll Geblitzdingst werden, sag ich jetzt mal. Also, dass er das alles vergisst, dass es überhaupt existiert. Und er schafft es dann mit List und Tücke, das eben doch weiterhin zu wissen und so. Oh, das ist super. Also, es gibt super viele Bände auch in der Reihe. Er entwickelt sich auch, er startet, glaube ich, tatsächlich auch als 11-Jähriger oder so. Also ich würde sagen, so ab 10 ungefähr kann man das als Junge super gut lesen. Das ist, ich kann gar nicht anfangen, wie fantasievoll das einfach ist. Also die Charaktere sind wirklich wahnsinnig toll und vielschichtig. Es gibt irgendwie einen Zwerg, der gräbt sich durch, oder der gräbt Tunnel, indem er vorne frisst und hinten wieder alles auspupst. Also das ist irgendwie humorvoll, aber trotzdem auch spannend oder auch brenzlig, ne? Abenteuer, einfach sehr abenteuerlastig. Und ich glaube, solche Arten von Büchern werden auch schnell durchgelesen. Ja, ich fand es damals super, ich finde es auch heute noch super und ich habe das tatsächlich zwischendurch nochmal als Hörbuch gehört und ich weiß nicht mehr, wer es genau gelesen hat, leider Gottes, aber der war großartig und der hat dem Zwerg einen bayerischen Akzent verpasst und irgendwie, dann gibt's noch so einen Zentaur, also eine Mischung aus oben Mensch und unten Pferd und der wiehert die ganze Zeit, das ist zum Hinknien. Also in beiden Formen ist eigentlich eine Besonderheit sozusagen in der Darstellung. Das eine ist eben die Zeichnung, das andere ist im Hörbuch wirklich diese tollen Stimmen und diese, ja, Soundeffekte quasi, die er da macht, obwohl es jetzt keine, ich glaube jetzt jedenfalls nicht, dass es dann auch irgendwelche Hintergrundgeräusche oder so, kann ich gar nicht mehr genau sagen, ob es richtig ein Hörspiel war, aber ich habe es irgendwie eher als Hörbuch noch verortet. Auf jeden Fall, also ich persönlich schwärme von der Reihe. Ich finde, sie sind super geeignet für insbesondere eben Jungs in dem Alter und ich glaube, euer Junge wäre begeistert, das durchzulesen. Und wenn es dir jetzt trotzdem noch schwer fällt, für deinen Sohn, Enkelsohn, Patensohn, Neffen, was auch immer, geeignete Bücher zu finden, die ihn begeistern und lange unterhalten, dann kommen jetzt meine beiden, ja, Top-Deluxe-Sahnestücke, Geheimtipps von mir. Und eins davon könnt ihr sogar gewinnen, also bleibt noch mal ein bisschen dran. Und zwar die erste Reihe, die ich euch vorstellen möchte, die ganz besonders gut war, ist Gregor der Unterländer. Das ist eine Reihe von Suzanne Collins. Es beginnt mit Gregor und die graue Prophezeiung. Susan Collins ist die Autorin von Die Tribute von Panem und auch hier, ich glaube, die Bücher hat sie vor Die Tribute von Panem geschrieben und auch hier beweist sie eigentlich, dass sie
sehr viel Spannung und Action aufbauen kann und dass einem auch die Charaktere nicht egal sind. Also im Gegenteil, dass man wirklich sehr mitfiebert und wissen möchte, dass es denen auch wirklich gut geht und ja, um sie fürchtet und bangt, wenn es mal nicht so toll läuft. Das hier ist also, wie gesagt, ihr Debüt. Eine fünfteilige Kinderbuchreihe rund um den 11-jährigen Gregor aus New York. Der ist auf der Suche nach seinem Vater, beziehungsweise so ein bisschen nach seiner kleinen Schwester, auf die er immer aufpassen muss. Und ja, landet dann im fantasievollen sogenannten Unterland. Dort muss er super viele Abenteuer bestehen, bis er wieder zurück nach Hause darf. Ich habe die Reihe vor einigen Jahren als Hörspiel aus dem Oettinger Media Verlag gehört und kann das echt nur empfehlen. Es war super spannend, mitreißend, tolle Charaktere. Und dann gab es noch so antike Prophezeiungen. Das hat das Ganze nochmal so ein bisschen zum Miträtseln gemacht. Und ich weiß noch, dass bei dem Hörbuch auf jeden Fall auch viele Soundeffekte drin waren, Musik oder auch, es war eher fast wie ein Hörspiel. Es war super gut gemacht. Und ich würde sagen, das kann man gut hören oder lesen ab 12 Jahren. Denn es ist wirklich so, dass es teilweise kämpferisch ganz schön zur Sache geht. Also ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo so eine Art Fledermaus im Flug von so Parasiten irgendwie oder fast so wie fliegende Piranhas, möchte ich sagen, aufgefressen wird. Und das ist schon ganz schön heftig teilweise. Also deswegen wirklich erst ab 12 Jahren darunter. Einige werden es vielleicht ganz gut wegstecken, aber wie gesagt, es gibt einige echt heftige Szenen, wo viel gekämpft wird und auch mal Blut fließt. Und das muss ja nicht vielleicht unbedingt dann in so sehr jungen Jahren sein. Aber das ist eine sehr gute Reihe, wie ich finde. Und auch eine, die so ein bisschen unterschätzt wird, also die auch nicht jeder kennt. Und dann habe ich noch ein Highlight für euch, und zwar Die Schlüssel zum Königreich von Garth Nix. Das ist auch eine Reihe, die beginnt mit Schwarzer Montag. Ist eine wirklich feine und fantasievolle Reihe und ich finde, sie hat alles, was man sich wünschen kann. Es ist wirklich Action ab Seite 1. Es sind sympathische und vielschichtige Charaktere, die viele Herausforderungen meistern müssen. Und ein bisschen gruselig wird's auch. Es geht um Arthur. Das ist ein typischer Anti-Held eigentlich, ohne Freunde, dafür mit schlimmem Asthma, und bei einer Laufrunde in der Schule stirbt er beinahe, weil er wirklich dieses Asthma hat und Atemnot bekommt. Wäre da nicht dieser mysteriöse Schlüssel, der wie ein Uhrzeiger aussieht, und der rettet den? Ja, mit ihm gelangen allerdings bizarre und gefährliche Wesen in seine Welt und ja, die scheuen vor nichts zurück, um diesen Schlüssel wiederzubekommen. Deswegen muss Arthur sich, um seine Welt zu retten, in ein mysteriöses und nicht ganz von dieser Welt stammendes Haus begeben und 7 Schlüssel an 7 Tagen sammeln. Während er den Herrschern von dieser anderen Welt, die heißen also wie gesagt Herr Montag, Grimmiger Dienstag, Lady Mittwoch und so weiter, muss er quasi clever entkommen. Und ja, eine kleine Warnung für atheistische Eltern. Also der Schluss driftet ein bisschen ins Religiöse ab, aber die Reihe konnte mich trotzdem unter anderem auch eben durch diese kleinen Zeichnungen, die es im Buch gab, vollends überzeugen. Also ich bin, wie ihr sicherlich wisst, jetzt nicht so derjenige, der es mag, wenn es irgendwie religiös wird. Aber ich fand es sehr dezent eigentlich und ganz zum Schluss eigentlich nur. Also insofern würde ich sagen, es ist für alle was ab 10 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so heftig sozusagen wie Gregor der Unterländer und hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Das waren so die Empfehlungen, die ich abgeben kann zum Thema Jungs. Und ich habe auch versucht, immer so ein bisschen leichte Altersangabe, wo ich es konnte, mit dazuzugeben. Ich hoffe, euch gefallen diese Auswahlkriterien oder ja, lasst uns gerne darüber diskutieren. Oder auch wenn ihr noch weitere Tipps habt oder irgendwas fehlt auf der Liste, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unter bücherreich.net. Und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Eine Reihe von Garth Nix, die heißt Die Schlüssel zum Königreich. Schwarzer Montag, Grimmiger Dienstag und wie sie alle heißen. Und die tatsächlich habe ich schon seit ein paar Jahren, seit ich sie gelesen habe, im Regal stehen. Und es ist so, dass ich die jetzt verlosen möchte. Denn so langsam wird der Regalplatz im gelesenen Regal sehr knapp und deswegen gebe ich die wirklich leichten Herzens davon. Ich muss dazu sagen, die ersten 5 habe ich als Taschenbücher und die letzten beiden, weil sie damals frisch erschienen waren, habe ich als Hardcover. Dementsprechend sieht das leider so ein bisschen stilbrüchig aus. Es tut mir sehr leid, aber wer darüber hinwegsehen kann, die Buchstaben sind die gleichen, sieht mir leider im Regal ein bisschen blöd aus. Genau, also es sind genau 7 Bücher und ja, die stelle ich gerne zur Verfügung. Ihr müsst eigentlich dafür nicht viel tun, ihr müsst nur bei mir auf Instagram folgen, wer denn Instagram hat. Also es gibt 2 Möglichkeiten teilzunehmen. Entweder ihr folgt mir auf Instagram und postet einen Kommentar unter dem Gewinnspielbild bis zum 15.12. oder ihr kommentiert eben unter diesem Beitrag bis zum 15.12. und ich werde dann quasi aus allen Einsendern einen auswählen, einen glücklichen.
und eben das Paket dann auch möglichst schnell auf die Reise schicken, sodass das eventuell sogar bis Weihnachten noch da ist, wobei ich das natürlich nicht versprechen kann, aber ich gebe alles. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Bücherreihe. Ich verabschiede mich für heute und sage bis bald. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.